Willkommen zurück auf Frozen City. Yeah, Coolrun vor Anfänger. Richtig, und ich fahre meinen modifizierten Kommando, den ich jetzt mit Ferrofibrus und Endostahl ausgerüstet habe, und dafür ein bisschen mehr Heatsink und ein bisschen mehr Bums. Ja, ich steuere meinen mit sowohl Ferrostahl als auch Endostahl als auch mit Double Heatsinks vollgeknüppelten Jenner. Auch wenn die Double Heatsinks nichts bringen, den Platz hat der Mech. Ja. Ihr müsst natürlich wissen, dass ihr solche Mechs nicht von Anfang an in der Form werdet fahren können. Die sind einfach zu teuer dafür. Es kostet also gute, ich sag mal, um meinen Mech so zusammenzustellen, wie ich das gemacht habe, kostet das gute 600. Nee, Quatsch. Gute. Wo bist du lang? Bist du rechts? Da bist du. Nee, komm mal. Gute 3 Millionen. So, 3 Millionen Credits. Wenn es bei mir doch nicht wäre. Ja. Ich glaube, ich muss ja allein schon 5 Millionen oder sowas für den 300 XL-Reaktor hinschmeißen. Ja gut, ich rede jetzt nicht vom Kauf des Mechs, ne? Das kommt nochmal oben drauf bei mir. Also ich meine jetzt nur, der Umbau hat 3 Millionen etwa gekostet. Naja, der Reaktor ist halb so groß. Naja. Es sei denn, ihr habt irgendwie das Glück und stoppert über den Atlas mit dem 300 XL-Reaktor, aber ich glaube, das will ich ja nicht haben. Über Mechs stolpert man zum Glück nicht. Jedenfalls nicht so. Ne, wäre ja noch so schön. Komme ich hier runter, ohne mir die Beine zu brechen? Nein. Naja gut, da muss ich mir so ein bisschen die Beine brechen. Egal, ich bin vorsichtig gelaufen, kein Beinschaden, passt schon. So, jetzt habe ich endlich wieder hier richtig zielen, wegen Waffe und Arm. Und eine Kurzstrecken-6er-Lafette auf dem Center Torso, was halt ein bisschen mehr Schaden geben sollte. Bleibst du stehen? Achso, hast du mich gewartet. Du bist ja, ja nett. Du bist ja nett, ein Netter bist du. Und ich habe natürlich, im Gegensatz zum Zikada, habe ich natürlich hier auch ein Anti-Missile-System drin. Was die Überlebenschance deutlich erhöht. Plus, der hier ist anständig klein im Gegensatz zum Zikada. Der ist ja echt turmhoch. Was klebt denn da hinten durch die Gegend? Das Katapult macht mir weniger Sorgen. Das ich muss dazu eigentlich auch sagen, am S ja, die Protektion, die man dadurch kriegt, ist natürlich optimal, weil Raketen, die auf einen einsegeln, ist, wenn man entdeckt wurde, schon ziemlich übel. Aber. Ja. Meiner Meinung nach killt das zu sehr den Stealth-Faktor, wenn jetzt in deiner Nähe plötzlich irgendwelche LSR-Mechs anfangen zu schießen und die sehen dann, oh, wer schießt denn da mal LSR vom Himmel? Ja, das ist nicht ganz falsch. Deswegen, vor allem auch aus Entfernung, wenn Mechs den LSR-Mechs zufällig von der Seite betrachten, merken sowas natürlich sehr schnell. Na, das ist richtig. So, ich glaube, wir haben hier keine Gegenwehr. Ich glaube, das ist doch, recht. Da haben wir Gegenwehr. Da, okay. Und na, der wird sich gleich. Waffe mit 6 Halafetten, 3 Stück. Ne, 4 Stück, ein Tag und ein Laser. Wenn man einmal weiß, was der Gegner macht, kann man den nicht mehr. Achtung, ich bin rechts von dir. Ja. Tja, ja, ein kleines Problem mit dem Treffen, wenn ich hier mit Schwung dieses Zoom jette. Au, er war nicht mal vorher. Au, er hat mich erwischt. Das hat natürlich ein klein bisschen weh. Das klang nach LSR. Die Taktik ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, die er da fährt. Ja, er stellt sich mit dem Rücken zu uns. Ja. Sehr eklige Taktik. Aber er bleibt vor allem auch in der Capzone. Ja. Kriegen wir hier Besuch? Nee. Nee, aber ich bin immer noch hier fliegen ESR in unsere. Ja, kann ich gute Salbe aufnehmen. Hat dich aber so auch gespielt, weil er dich offensichtlich aus der Passform verloren hat, der Gegner. Unser Base ist under attack. Ja. Du musst ganz knapp vor dem Ausfall vorbeilaufen, damit du nicht getroffen wirst. Weil er dann nicht schnell genug reagieren kann auf das Ausfall. Oh, er ist meine Beine getroffen. Fuck. Ja, das war jetzt ein Problem. Da hat er mich einmal meine vollen Salve erwischt. Ja, versucht er mich auch bei. Er lernt.
schon durchaus was Praktisches für. Aber dann ist schnell genug. Das war sein Arm. Das ist schon mal schön. Und Centaurus ist geschält. Aber das verlieren wir. Unsere Leute verteidigen nicht. Ja, das heißt, wir werden trotzdem verlieren. Und ich werde nicht genug Zeit haben, diesen Ausdruck ein Stück zu schießen. Meine Tore sei jetzt geschieden. Ja, voll. Das war ja Leck. Ja, wir haben verloren. Jetzt sagt bloß, er hatte die Tore-Seite alle seine Glas drin. Ja, sicher, was denkst du denn? Ich glaube, ich habe mir jetzt echt Scheiße. Das ist ätzend, dass er mich erwischt hat da irgendwie. Ich war eine Sekunde zu lang stationär. Vorsicht! Da ist gleich der Langstreckenmech. Cutter. Ja, nur SR. Das ist schön. Dann kannst du den jetzt in Ruhe auseinanderbauen. Ah, der ist komplett ohne Beschädigung. Wenn er jetzt auch so nicht überraschenderweise immer noch KSR dabei hat, das ist ein relativ leichtes Spiel. Der hätte schon längst auf dich gefeuert, wenn er das hatte. Immer damit es reicht, das Katapult bleibt. Richtig. Super lustig. Ja, die Zuschauer sind in diesem Fall eine echte Freude. Das hat er nicht begriffen. Nee, das mag er nicht. Hör doch mal auf, rumzurennen, Katapult. Einfach stehen bleiben, stehen. Muss ihn ausspielen. Versuch mal das Cockpit zu treffen. Ja, das ist. Vorsicht, Heat Warning. Wir haben noch zwei Leute. Na, die Pete. Ja. Ja, das war klar, schade. Fast hätte ich die beiden gehabt. Tja, ärgerlich. Aber man sieht, die schrauben ja immer wieder an den Ausblenden, das volle Aufpanzerung. So, Frozen City again. Ja! Ich hoffe, sie kriegen auch bald neue Mods rein. Neue Maps. Mods. Maps natürlich auch, aber auch neue Mods wäre schön. Neue Kampfmodi, meinst du? Ja. Aber was anderes als Capture Flag, das wäre schön, das stimmt. Ja. Das ist ja eine der größten Sorgen, die die Beta-Community hat mit der Open-Beta, dass möglicherweise neue Spieler zu finden, dass es zu wenig Content gibt bisher. So. Ja, das ist möglich. Rechts rum, links rum? Rechts. Immer natürlich. Schön durch die Canyon-Seite. Natürlich. Weil der Tunnel wäre ziemlicher Selbstmord, selbst für leichte Maschinen. So gibt es ja jetzt im Augenblick kein Tripping, das heißt, selbst wenn man durch den Atlas durchrennt, beziehungsweise ich würde, glaube ich, erstmal gegen den Atlas prallen und dann erst wieder an den vorbeigleiten. Ups, beim Tippen noch aus Versehen auf den Eiferschlag gekommen. Tja, deine Rakete. Ja, eine Salve ist weg. Macht aber nichts. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, wo die herkommen, genau. Du willst ja, dass keine Wegwerfraketen werfen, so wie bei Heavy Gear das meistens ist. Gehst du den Weg, wo man springen können muss? Nee, ne? Nee, ich bin einfach ganz normal runter. Super. Natürlich nutze ich immer schon diesen, wenn ich runtergehe, aber. Ja, ja. Ich sehe dich gerade nicht mehr. Ich bin auf FC. Ach ja, du könntest mal auch hier, wo wir gerade hier sind, auf den Commander-Modus eingehen. Könnte ich. Ja. Ich habe den noch nie benutzt. Ich auch nicht. Ich benutze den mal. Ich take command. Und ich sage euch, hier in C4, Alpha, da werden wir angreifen. Yeah. Wenn wir uns an E7 an uns vorbeigerauscht. Das wollen wir uns einmal eben kurz schnappen.
ist über uns. Das ist gut. Kein Problem mit, den will ich mir holen. Weil der ist nämlich auf dem Weg zur Base. Und ja, was der kann, können wir schon lange. Da ist er. Da war er, da ist er, da ist er. Hab ihn im Ziel. Ich häng gerade. Da sind zwei. Das ist ein Zikade übrigens, kein Jenner. Du hast ein Problem, ja, du hängst fest. Ich häng fest, ja. Meine Scheiße. Maps haben immer noch so kleine Bugs. Okay, ich bin frei. Zum Glück hing ich nicht so fest wie sonst jetzt mal, weil auch wenn meine Beinpanzerung jetzt einen abgehört hat. Ein Raven ist es hier. Ja. Nee, ich. War noch irgendwas anderes Schnelles. Ja. Die Schikane, nee. Flammen, die Schiffe, die Schiffe, aber da kommt noch ein Atlas. Nicht gut. Light Machine Brawling. Oh ja, das ist ein Feier. Ah, fuck. Alter, was alles hier auf mich abgefeuert wird. Leute, hör auf mich zu schießen, ey. Zwei Centurion sehe ich und das da hinten ist noch ein Hunchback. Wir haben jetzt gerade die volle Packung am Arsch. Wir sollten machen, dass wir die Basis erobern. Wir müssen unsere eigene vor allem verteidigen. Das wir stimmen. Wir haben nämlich hier einen. Jenner. Ne, einen Awesome stehen, der nichts tut bei uns in der Basis. Super. Ja, und ich habe gerade Jenner und einen Raben am Hals. Ich glaube, ich werde es nicht mehr lange machen. Ja, ich auch nicht besonders. Deswegen werde ich jetzt mal durch den Tunnel gehen. Die Beine sind viel zu schnell. Die rennen mit meiner Reaktorgasse rum. Ah, hier komme ich nicht durch. Und der eine hat Streak-SRM. Narf. Bin natürlich hier falsch gelaufen, ist klar, oder? Muss ja auch mal sein. Ja. Ich habe hier so eine scheiß Fiegsfarbe, glaube ich. Da komme ich dann nicht rüber. Ne, 3L ist das aber. Ich überlege gerade, was ich mir hier jetzt kaufe. Gegen was kämpfst du gerade? Mit einem Raben in die Tür. Wahnsinn, jetzt hat er nur so Rückenpanzerung, das ist weg und der interne Bereich geschädigt. Das wird übel. Mein Kieser scheiß weg. Alter, ich bin gleich hinüber, deswegen hau ich jetzt hier ab. Das war's, ich bin hinüber. Ja, eine Gruppe, das ist eine Gruppe von 5 Mechs oder so gleichzeitig unterwegs. Die haben ja alles abgeräumt von uns. Ja, von denen ist noch keine tot. Wenn das mal keine Dings ist. Primate? Ja. Danke. Auf jeden Fall bei den beiden anderen. Weil das ist mir einfach stark, weil identisch ausgerüstete Anlass sind. Ja. Und die sind richtig übel drauf, die Jungs. Die sind nebeneinander marschiert und haben alles weggerotzt. Und dann macht er noch ein kleines Zettel. Ich glaube, ich werde hier echt gut besuchen. Oder war es hier? Okay, das war's. Ja, so sieht ein gemachtes Team aus. Die werden sich definitiv in einer Form abgesprochen haben. Forest Colony. Genau, so sieht's aus. Forest Colony. Ich habe mal auch noch einen Kopf zu spielen. Egal! Bratzen wir hier, Leute, mal. Ich würde sagen, wir gehen mal durch den Tunnel. Ja, durch den Tunnel. Die Forest haben wir noch gar nicht zeigen können bisher. Deswegen freut mich das besonders, dass wir ihn jetzt zeigen können und unseren Lieblingsweg auch noch. Also den habe ich auf jeden Fall hinten einmal ein Tutorial angehängt, den Tunnel. Den habe ich zwar jetzt nicht aktiviert direkt, ah, ja, aber ich bin da durchmarschiert beim Tutorial. Und habe da gleich zwei Mechs absolviert. Besonders den Atlas fand ich sehr schön weggeschnitten. So, ich starte hier mittig. Das heißt, ich laufe mal hier so links. Ja, wir haben einen Atlas, der mal wieder seine ganzen schweren Laser ausprobiert. Natürlich. Ich hoffe nicht an mir. Warum nicht? Und durch D4 links der Tunnel. Richtig. Ah, ich sehe den Kommando. Miau, da bin ich. Sie haben es hier ein bisschen dunkler gestaltet. Sieht man nicht meine Wärmeansicht? Womit der Wärmeansicht sieht man gar nichts mehr hier, außer dem Mönch. Nee. Sie haben auch auf jeden Fall in der Hülle was getan. Ja, sie ist düsterer. Das Wasser hier unten war schon. Das Clipping ist, glaube ich, weg. Und dahin ist ein Wasserfall jetzt. Ja, das ist doch sehr schön. Super gelungen. Ja.
Also wenn man hier in der Höhle ziemlich leise ist, kann man manchmal hören, wie andere Mechs draußen dran vorbeistapfen. Ist sogar schon einer. Da ist irgendwas Schnelles durch die Sätze durchgelaufen. Ja. Wir machen das ganz gerne, dass wir hier einen Moment warten, damit hier die große Welle dran vorbeiläuft. Mhm. Ja, ist auch schon vorbei. Gar nicht. Wir sind raus, glaube ich. Und dann geht man zu zweit hier auch immer sofort raus, zusammen. Hält sich nicht mit rechts auf, sondern geht hier gleich links durch. Super. Katapult? Der Katapult hat uns noch nicht bemerkt. Au! Ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal zurück. Das sind zwei andere KSR, da fällt es raus, geschützt schweren Laser, Medium Lasern. Sowas von zurück. Oh ja, hab ich den Tunnel wieder. Da ist noch irgendwas gegangen. Ja, ich bin schon im Tunnel. Die haben mich beinahe von hinten zerlegt hier. Beinahe. Ja, das ist eine Zikade hinter dir. Nee, sieht eine Zikade aus. Small Pulse Laser, drei Stück. Das ist problematisch, wenn mich jetzt nicht mehr tritten, werden die immer aggressiver, die Dinger. Okay, ist die Zikade also raus. Ist halt sich zurückgezogen? Ja, ist raus aus dem Tunnel. Okay, dann sollten wir jetzt hier auch raus, auf unserer Seite, weil die kommen gleich hinterher. Ja, ich vermute, dass die anders auch bei uns unterwegs sind. Ja. Oder so, ja, man, die gehen halt ganz normal den Weg dann. Man sollte das Spiel ein bisschen taktisch spielen, das heißt auch mal rückziehen, wenn es notwendig ist. Und nicht immer nur im Dogfight bleiben, weil das ist dann im Endeffekt super tödlich. Ich werde mal hinten ein bisschen rückflanken quasi. Und schauen, ob ich hier irgendwas sweepen kann. Ich gehe hier mal mittig durch. Oh, irgendwas schießt da mit dem Gaussgeschütz rum. Fies. Da hinten. Und ich sehe eine Menge Raketen in der Luft. Ups, ich bin, ja, scheiße. Was? Meine Beine haben gar keine Panzerung verloren gerade. So, hier ist ein bisschen gefährlich, weil das offenes Gelände ist. Auf der anderen Seite ist hier auch nicht viel unterwegs. Ah, ich bin hinter dir. Da ist ein Katapult. Mit zwei Gauss-Rifeln. Ein Gausser Pult ist hier. Ja. Da ist er. Vorne rechts. Ja. Velocity. Genau. Anvisiert. Feuer. Ah, jetzt hänge ich wegen Lag am Berg. Ah, hier ist ein Zikada. Und noch ein Katapult oder was? Und ein verdammter Awesome. Ne, ein Dragon. Und hier ist noch ein Atlas. Ja, super, ey. Es ist ja ganz großer Urlaub hier. Weil hier ist gerade alles schwarz. Irgendwie ist hier nur Rauch. Kann das sein? Kann sein. Mein ganzes Koppel war. Beziehungsweise nicht das Koppel, sondern die ganze Ansicht ist alles schwarz hier, wenn ich anfange zu springen. Ich werde dir mal ein bisschen ärgern, indem ich cappe. Meine Nacht sieht anscheinend, ob das hier besser hat. Nee. Stattdessen sieht das aus wie ein verstrahltes grünes Männchen, das Ding. So, wie ihr seht, habe ich meine Beine woanders hin ausgerichtet, als ich gucke. Das hängt damit zusammen, dass ich gerne woanders hin wegrenne, als ich schieße. Das verwirrt den Gegner meistens. Kommt irgendwas zu mir? Da ist ein Atlas, der... Ne, der ist im Dogfight, der Atlas. Der hat schon den Arm verloren. Das Katapult hat mich am Arm erwischt. Ich glaube, ich weiß auch, warum bei mir alles dunkel wird. Ich glaube, mein Mech raucht schon. Alles klar. Und jedes Mal, wenn ich springe, kriege ich meinen eigenen Rauch zu fressen. Ich habe hier einen Jenner gerade unter Beschuss. Bahas ist in der Mitte geschält, der Atlas. Der ist aber hier hinten bei der Feindbasis quasi. Ich kappe währenddessen hier die Scheiße aus dem raus. Das da ist kommt der Jenner. Vorsichtig. Verdammt, ein bisschen Glück kann ich jetzt was erledigen. Okay. Zimmer 098. Und das war das. Hat den. Ach, Scheiße. Boah, wow, ganz klar. Eigentlich hat er mir jetzt einen Feind. Ich habe hier einen Jenner in der gegnerischen Basis drin. Velocity hat mich gerade zerlegt. Wir haben nicht mehr viel auf unserer Seite. Wir haben noch vier Leute. Ah, fuck. Ja, ich dachte mir schon, diese Kader wird ziemlich übler nerven, mich.
Hitze, 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 Hitze. Nein, das ging ja nicht. Ja, leider. Bleib bei dem Puls, der Faxen. Ja, okay, die Karte wird doch. Du hast noch 4 Raketen in einem 6er Werfer, wie knackst du denn? Das sind 100 Stück. Jetzt hast du noch die Laser. Macht nix. Hast du so krasse Lags? Das ist ja gar nichts. Ups. Du solltest vielleicht mal die Laser einzeln abfangen. Du meinst, ich würde da stehen bleiben, das war ganz gut. Ja, okay. Das. Aber dann ist noch ein Gausser Pult. Ja gut, aber der ist beschäftigt und jetzt ist er nicht mehr in... Ja, ich würde sagen, das köpfe ich dir jetzt kaputt. Der ist richtig übel drauf, der ist sogar. Ist der alleine? Ja, das war's. Das war's. Ja, schön. Ein schönes Spiel. Durchaus. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.